Verärgerung bei den Wasserfreunden Spandau 04 und 23 geworfene Tore. Das zweite Spiel des DWL-Player-Viertelfinals zwischen den Berlinern und Bayer Uerdingen im Schöneberger Becken sorgt für großen Unmut über den Gegner beim deutschen Rekordmeister. Wir sind hier mit einer sehr jungen Mannschaft angereist, haben nur 3 Stammspieler aus ihrer ersten Formation dabei und sind sogar nur 10 Spieler. Das ist im Endeffekt sehr traurig. Und rein in die Partie. Nach dem Spandauer 16:7 aus Spiel 1 haben dennoch die Gäste aus Krefeld die erste Möglichkeit. Simon Freisim mit einem Wurf aus spitzem Winkel, aber die eigentliche Nummer 2 im Kasten der Hauptstädter Tim Höhne vereitelt. Im direkten Gegenzug Pass von Lukas Gieren auf Matteo Tschuk, der mit dem Rücken zum Tor, und ein wunderschönes 1:0 der Wasserfreunde nach nicht mal einer gespielten Minute. Der zweite Angriff des Spiels, der Spandauer läuft wieder über den überzeugenden Gielen, der hat das Auge für Tobias Preuß, schneller Abschluss. Und nach nicht einmal 2 Minuten wird klar, das wird ein Trainingsspiel für die Männer in den dunklen Kappen. Die junge Truppe aus NRW versucht sich zwar in den Zweikämpfen zu wehren, dennoch ist fast jeder Wurf ein Treffer. Einbahnstraßen, Wasserball, diese Blicke sprechen Bände. Die ersten Stammspieler werden schon geschont und nach jede Menge weiterer klasse Treffer der Hausherren steht es dann sage und schreibe 15:0. So hoch führt der Favorit gegen einen schwachen Gegner zur Halbzeitpause. Ja, was soll jetzt Motivation für die zweite Halbzeit sein? Ich weiß es nicht. Nochmal 15 Tore, ja? Kein Gegentor. Halbzeit 2 beginnt, na klar, mit Powerplay Spandau. Wieder ist gleich der erste Angriff gefährlich. Preuß schmettert den Ball aus der Distanz ans Aluminium. Bayer im Glück, völlig überfordert. Nach 2 weiteren Heimtoren gibt Bayer-Trainer Tim Focke seinen jungen Schützlingern immer wieder Anweisungen. Das scheint zu fruchten, denn gegen Mitte des dritten Viertels gelingt Sebastian Neber aus Spitzenwinkel der Ehrentreffer zum 1:17. Das Spiel plätschert im wahrsten Sinne des Wortes vor sich hin, ehe Spandau in Person von Debütant und U17-Akteur Luca Götz das 18:1 nach einem äußerst sehenswerten Angriff erzielt. Mehr als ein Klassenunterschied ist deutlich zu erkennen, doch nach dem Endresultat von 22:1 findet der Krefelder Moritz Vlasovic diese souveräne Klatsche alles andere als dramatisch. Ja, also ich würde sagen, die Erfahrung war halt sehr gut, gegen solche Stars, würde ich sagen, im Wasserball schon zu spielen, vor allem in unserem jungen Alter. Und ich denke mal auch, dass uns das nach vorne gebracht hat. Im Endeffekt kann man nur mit erhobenem Haupt nach Hause fahren, weil man alles gegeben hat. Mann des Tages ist Lukas Küppers mit 7 geworfenen Toren. Spandauer Keeper Tim Höhne ist von den DWL-Neulingen Moritz Ostmann und Luca Götz aus der eigenen U17 besonders begeistert. Ich glaube, das Entscheidende war heute, dass die beiden Youngster von uns ein bisschen Spielpraxis bekommen aus der U17, das erste Bundesligaspiel. Luca auch sein erstes Bundesligator. Die haben das beide vernünftig gemacht, haben auf die Anweisung gehört, haben das umgesetzt, was sie im Training üben mit uns schon. Und ich denke, das war heute das Entscheidende, was wir mitnehmen können, eben, dass wir unsere jungen Spieler da ein bisschen Spielpraxis geben können für die Zukunft. Nach dem zweiten Sieg in der Best-of-Three-Serie trifft Spandau im Halbfinale auf Wunschgegner OSC Potsdam. Die Brandenburger haben sich ebenfalls mit 2:0 durchgesetzt. Ja klar, also wir würden natürlich sehr gerne Potsdam nehmen, allein schon aufgrund der Reisestrapazen nach Esslingen unter der Woche da hinzufahren, das wäre nicht so schön. Seit Einführung des Playoff-Modus 1991 waren die Berliner nur 1993 nicht im Finale um die deutsche Meisterschaft vertreten. Deswegen gibt es in der Hauptstadt klar formulierte Ziele für den Endspurt. Klar, also wenn du bei Spandau bist und mit so einer Mannschaft hier auftrittst, dann willst du deutscher Meister werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir spielen Champions League, wir trainieren sehr, sehr viel dafür, um genau jetzt zu dem Ende der Saison dann eben bereit zu sein, uns den Titel zu sichern. Und nichts anderes wollen wir. Also da gibt es gar keine Diskussion. Nicht umsonst ist Spandau 04 mit 84 nationalen und internationalen Titeln die erfolgreichste Ballsportmannschaft Europas. Hauptstadtsport TV drückt im Endspurt natürlich kräftig die Daumen. Wir sind immer dabei. Viel Erfolg.